Mein Maul war undicht. Als ich auf die Welt kam, hatte ich ein undichtes Maul. Ein undichtes Maul saugt sich nicht fest an der Mutterbrust. Deshalb legt mich die Mutter ab. Vorm Armenhaus. Meine Mutter rannte von mir weg. Hoch zum Grafen. Ja, der hatte Kinder. Und die saugt sich an meiner Mutter satt. Die Worte aus dem Leben eines Taugenichts, der Kastanienbaum mit der Bank vor dem Döbener Schloss und wohl ein wenig auch das Publikum waren Teil einer einzigartigen Inszenierung. Mit dieser erinnerte der Freundeskreis Dorf und Schloss Döben an Rintaro Moriugai. Der Mediziner, Schriftsteller und Übersetzer wird in seinem Land als japanischer Goethe verehrt. Sie erwartet ein Kunstfestival aus Poesie, japanischer klassischer Musik, traditioneller japanischer Klänge und einem Theaterstück, angeregt durch die Novelle von Moriugai, Der Bote. Diese Novelle ist in Japan sehr berühmt und handelt hier in Döben auf dem Schlosshof und in der Umgebung. Anfang September 1885, als Moriugai an einem Manöver im Raum Grimma teilnimmt, wurden die Offiziere in den benachbarten Schlössern untergebracht. So kommt er in das Schloss Döben. Hier begegnet er der Familie von Böhlau mit ihren 6 Töchtern, darunter auch der ältesten Tochter Ida. Die ist immer in Schwarz gekleidet und eine sehr aparte Schönheit und spielt ausgezeichnet Klavier übrigens. Das alles erlebt er an diesem Abend. Die beiden gehen spazieren, sie vertraut ihm einen geheimen Brief an, den er einer Verwandten in Dresden bringen soll. Es geht auch irgendwie unterschwellig, muss man sagen, um Liebe. Und das ist das, was wir gerne zeigen möchten. Es sind ja 2 Menschen, die sehr in Kasten eingebunden sind. Also Ogai Mori kommt auch aus einer speziellen gesellschaftlichen Kaste in Japan und Ida kommt aus einer adligen Kaste in Deutschland und beide können nicht einfach machen, was sie wollen. Und darum geht es auch in dieser Novelle. Diese ist integriert in das fernöstliche Flötenspiel von Yuri Matsuzaki und den Haiku-Dichtungen von Raju Monk. Weiter wirkten Schauspieler und Schauspielinteressierte aus Döben und der Umgebung mit. Dramaturgisch umgesetzt hat das Wechselspiel zwischen Darstellung, Musik und Dichtung Markus Gille. Die Novelle künstlerisch aufzugreifen, der Gedanke ließ den Leiter der Freiberger Bürgerbühne nicht los. Ich war damals dabei, als die Büste eingeweiht wurde hier auf dem Schlossgelände und der japanische Botschafter da war. Und seitdem, das ist schon 15 Jahre her ungefähr, aber seitdem, da ich die von Belus auch privat gut kenne, war das immer mal im Hintergrund. Dieses Jahr ist der 100. Todestag und der 160. Geburtstag von Moriugai und da wollten wir unbedingt was machen. Dabei geht es um Standesdünkel und natürlich auch um Liebe. Ihr Kleid ist schwarz. Seine Uniform ist schwarz. Hier sind alle blond. Aber sie ist schwarz. Er ist so Clara ein schwarzer Jäger. Clara Hoheisel als Ida und Masaki Krug als Moriugai lassen dem Spiel ihren Lauf. Die zahlreichen Zuschauer folgen ihnen bei ihrem theatralischen Rundgang im Schlossgelände. Die von Belus, die Schlossherrin, begleiteten den Rundgang, das Publikum und das Stück, in dem auch Dorothea von Belo mitwirkte. Das Ambiente des Schlosses Döben gab den wechselnden Spielorten des Stückes einen perfekten Rahmen. Die umfangreichen Vorbereitungen dafür lassen sich nur erahnen. Also die Vorbereitungen laufen seit einem halben Jahr. Dann musste ich erst das Stück schreiben. Dann haben wir die japanischen Musiker angesprochen. Das war auch ein längerer Prozess. Die Schauspieler gesucht. Und mit Proben haben wir angefangen vor 2 Monaten. Und in den letzten Tagen haben wir alles wie Bausteine zusammengesetzt, dass es ein Rad ins andere greift. Ja. Gefördert wurde die Veranstaltung durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Eine Neuauflage soll es geben, dann aber mit einer Kutsche, welche Halt macht an Orten in der Umgebung, wo Moriugai einstmals weilte. Zur Inszenierung des Stückes gehörte auch die Lichtstimmung des Abends. Diese hüllte die Akteure in die Dunkelheit.
Aus dem Pavillon im Garten, unweit der Büste von Mori Ogai, erklang zum Abschluss Musik und Applaus.